Achso, das kann man einfach so durch Quarzfinger durchziehen. Okay, klar, weil ich Quarzstaub mit den Händen in Quarzkristalle komprimieren kann. Natürlich. Wusstest du das noch nicht? Nö. Also ich kann das. Ja, ich auch, jetzt neuerdings. Mal rausfinden, dass man das kann. Fliegen ist schon was Tolles. Ja. Der Wither ist schon was Niedliches. Was ist eigentlich nebeneinander? War ein recht kurzer Abstand, wundert mich irgendwie. Was war? Spawnt gleich drei auf einmal. Ich? Nö. Ich mach Okay. immer nur einen, aber der ist ja recht schnell tot. Was macht eigentlich der Reaktor? Ist inzwischen über 50%. Nein, immer noch nicht. Den Koppelgenerator, wo stellen wir den jetzt hin eigentlich? Apropos recht schnell. Unten vielleicht. Und noch einer. Ja, und? Cobblegen, damit würde ich warten, bis ich hier das die 14 Megabyte Zelle habe oder 16 Megabyte Zelle Wir und das können. dann direkt ins ME-System reinpumpen. Ja, warum das ME-System voll ist, weil wir können das doch in so ein Deep Storage Unit. Ja, stimmt, geht auch. Ja, da kriegst du Ist nicht so glaube schnell ich raus. besser. Hä? Da kriegst du Warte nicht ich. so schnell raus, ne? Oder nicht? Okay. Na gut, klar. Können wir auch. Das ist jetzt der letzte, weil ich nicht neuen Soul Sand holen werde. Wie, du hast schon durch alles durchgebraten. Wow. Ich habe jetzt 13 gelbe und ein rotes Herz, was standardmäßig gespawnt wurde. Und 13 Ethersterne, das könnte vorerst reichen. Lass mal schauen, die Deep Storage Unit. Ach, machen wir es hier hinten hin. Neben die Reaktoren rechts. Erstmal Eben hier, ich gehe die beim da. Netherstern erstmal auf Usage, weil ich sehen will, wofür das alles gebraucht wird. Ein Porter-Spawner, whatever. Celestial Mirror. Nether Star Generator. Ja, der ist übel. Der gibt ganz viel. Ich glaube 2 Millionen RF oder mehr. Na, sollten wir vielleicht bauen. Jetzt haben wir ja genug davon. So, lass mal überlegen. Machen wir das hier hin, dann ist es recht einfach dran zu kommen. Für Genau. normale Rezepte wird der kaum gebraucht, sehe ich gerade. Ja, ich brauche halt 4 Beacons. Echt? Ja, für Level 5 vom Altar. Ja, das war ja leicht. Das habe ich ja. Easy. Was brauchst du, Die Eisenachs, oder warum going. guckst du mich so klagend an? Ja, beziehungsweise ich weiß nicht, wie wir es dann bauen hier. Einfach nicht hinten dran die ganzen Cobblestones oder? Ja, links, rechts, drumherum. Also hier quasi in einer Reihe oder was? Warte, aber da brauchen wir keine Impulse-Eisendachs für, da reichen die normalen. Ja, denk schon. Ne, war nicht Aluminium. Das war Zinn. Ich habe selten erlebt, dass der Nether weniger laggt als die Overworld. Ist. Für mich. Das ist seltsam. Übrigens, wo soll ich mit den 13 Division Sigils hin? Ins ME-System, da sind wir, glaube ich, auch schon dran. Ich hab die Stacken da drin ja wahrscheinlich auch. Wieso wenig Obsidian? Hatten wir da nicht mal einen Generator? Hatten wir ja. Oh, und ich kann nicht mehr fliegen. Das ist schon Das war. weg. Ja. Ging viel zu schnell. Aber wieso? Ich kann noch 4 Minuten fliegen und du hast das auch später getrunken als ich. Ja, keine. Na, doch, 4 Minuten kann ich auch noch fliegen. Hä? So, die gelben Herzen haben wir. Du kannst auch links und rechts davon platzieren, ja, genau. Warte mal ganz kurz. Um dir 10 Herzcontainer zu machen, ne? Von den gelben. Hast du im Prinzip 80 Goldblöcke verwendet? Für die Goldäpfel? Oder waren das die billigen Goldäpfel? Für die goldenen brauchst du gar keinen Goldäpfel. Meine ich. Für die Miniature Yellow Hearts Usage. Echt? Brauchst du Goldäpfel? Yellow Heart Kanister brauchst du eben den Red Heart Kanister und einen Das war Goldapfel. früher billiger. Er hat, glaube ich, die alten noch gemacht.
Und das ist keiner von den billigen Gold, das ist einer von den teuren Goldäpfeln, nämlich einer von denen mit den 8 Goldblöcken. Nee, das war damals, Bisschen Glowstone, mehr eben, nicht. genau, 8 Glowstone um rotes drum, macht ein gelbes. Das Ganze dann mit 2 Invar und Kanister. Boah. Aber hey, ich habe 28 Level. Oh. Ja, also rein theoretisch können wir uns doch schon mal so einen vollen Enchantment-Tail basteln. Ja, mach mal. Ich gehe jetzt ein bisschen Äpfel farmen. Ach gut. Haben wir schon den Squeezer? Ja. Irgendwo. Ach ja, den benutze ich ja hier. Ja, den benutzt du gerade. Ja, egal, pumpen wir es ins AI rein. Wie viele Stacks Zuckerrohr brauchen wir nochmal, um volles Ding zu machen? Weiß ich nicht. Wusste ich nie. Okay. Achso, das Holz kann ich übrigens auch gut gebrauchen, weil wir haben ja noch was in Barrels hier. Ja. Bisschen was. Naja, ist nicht mehr so viel wie früher. Dem tue ich gerade Abhilfe schaffen. So, also Blank Patterns haben wir nächstes auf jeden Fall genug. Also wahrscheinlich zumindest. Blank Pattern on String. Zeigen wir mal String. Ha? Ich habe einen Fluid Import Bus benutzt und keinen Export. Oh Mann. Oh, Anfängerfehler. das ist peinlich. Das ist peinlich, echt. Pumpt nicht rein. Sowas. Frechheit aber auch. So eine Zicke. Blub. Ey, es ist einfach so irritierend, wenn man auf einmal über den Holzblock hier auf die Pinsel des Baumes draufsteigt, ohne es zu wollen. So, der Cobblestone läuft. Ich habe fast einen dieser wertvollen Äpfel gegessen, aus Versehen. Kann man nicht machen. Vielleicht wieder so viel Holz, wie wir es dir wünschen, du hättest nicht nach Holz gefragt.
Das muss wirklich ganz viel sein. Mindestens 18 Stacks. Es gibt eine Hoarding-Quest für Holz. Tatsache. Ich glaube 100.000 Holz. Ich kann den Apfel nicht mehr aufheben. Ja, du bist raus. Jo, 100.000. Schön. Beispiel. Oh, jetzt nur noch 99.861. Holz oder wie? Ja. Boah, haben wir es ja fast geschafft. Ja, glaube ich auch. Ja, voll schnell. Hä? Fluid Export Bus und der will nicht. Ist dieser queer? Jo, damit ist jetzt unser Enchantment Level voll bis 30. Und wir haben ein Unstable 2 Buch. Warum, falls ging? Ich hatte gerade noch welche. Der stand gerade aus dem System nicht. Was war denn da los? Frage ich mich auch gerade. Honig ist ein Bucket drin. Und so das gut. Vielleicht mal 3 Stacks draus. Es ist interessant, dass wir einfach so derart viele Service Quads Dust haben, aber keine Kristalle. Und dass man die in keiner Version wieder zurück umwandeln kann. Ja. Ja eben, meistens du mit den Händen zusammen manchen, das geht, aber mit den Händen dann wirklich brechen und pulverisieren, das geht natürlich nicht. Wie, jetzt haben wir zu wenig Energie oder wie? Warum? Ist gerade schon wieder aufgeflackert. Das wär's ja jetzt, uns fehlt die Energie einfach, um das Teil zu betreiben. Laufen die Reaktoren noch gescheit? Der erste läuft, der zweite immer noch nicht. Habe ich noch nicht angemacht. Kann es sein, dass wir ein bisschen mehr verbrauchen, als wir haben und deswegen das ganz langsam leer geworden ist und jetzt einfach nicht mehr ausreicht? Nicht. Sämtliche Energy Zellen sind noch voll. Kann es sein, dass die Leitungen nicht so viel packen? 10.000. Sollte 10.000. Eigentlich reichen. Was haben wir hier? 44%. Huch, und da ist mein Leben weg. Okay, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Eine Nullstelle. Okay, also du hast 1000 statt 10.000 gemacht. Ich habe 10.000 statt 100.000 gemacht an Honey. Ach so. Ja, ist ja schon mal Anfang wenigstens. Ja. Schon mal ein Zehntel. Kommt zu mir, Upgrades. Wovon genau hast du jetzt eigentlich wie viel gemacht? Von Honig habe ich ein Zehntel gemacht, von dem was gefordert ist. Wie hast du denn 10.000 schon geschafft in der kurzen Zeit? Easy going. Millibuckets. Ach, Millibuckets, ja, das ist gut. Das ist 100 Honey. Was sagen, das ist gar nicht allzu viel. Ja, für den Rest müssen wir jetzt erstmal ein bisschen bienen. Huch, auf einmal sind die Streifen sehr dick geworden. Da waren schon immer so. Streifen? Ja, Streifen im Questbuch. Keine Ahnung. Apropos Questbuch, ich hab mir jetzt gar nicht mehr ausgerüstet.
ausgerüstet. Ja, ich habe das nicht dabei. Dann habe ich es mir gerade wieder aus dem Regal geholt. Was ist eigentlich mit dieser 16M Storage? Da arbeitet er gerade dran. Eben. Achso. Die wird immer noch gebaut. Okay. Deswegen habe ich mich schon beschwert, dass wir so wenig Prozessoren haben. Entschuldigung. Läuft jetzt seit wie lange? 2 Stunden oder so? So, jetzt habe ich gerade von 190 oder so auf 370 Holz hochgepusht. Von 100.000. Wir sind nah dran, wir sind immer noch bei 0%. Mhm. Ja, 1% ist ja 1000. Das ist armselig. Armselig viel. Ja, armselig funktioniert doch in die Richtung. Ja. Oder wir machen es langsam mal Schluss. Was? Jetzt schon? Bis 3:30, ja. Ja, wie? Quatsch. Zeit vergeht, hä? Ja, nun, wir haben keinen hochwertigen Kram mehr, den wir sprechen können. Keine wirklichen Quests, außer dem ganzen Hoarding-Kram. Also eine Sache würde ich gerne noch machen. Ja. Nämlich... noch... 12 rote Herzen basteln. Für mich? Nee, eher für Markus. So. Was? Ja. Auch wenn er gar keine 12 mehr braucht. Den Rest kann er dann verschenken. Ja, Herzen zum Verschenken. 11, 12. Also am Rande, wie sieht's eigentlich mit meinem Schmuck aus? Sitzt der noch? Bei mir schon, ja. Also glaube ich. Ich habe schon lange keinen Check mehr gemacht. Ich schaue so selten in den Spiegel. Ja, mein Ring ist so wie kaputt. Hoch, dann habe ich jetzt doch 11 Tesserakte gemacht. Okay. Ist ja so schlimm. So, dann brauche ich nochmal kurz 48 Diamanten. Ach, du darfst gleich nochmal kurz einen Hammer schwingen. Den Hammer schwingen? Deinen Hammer schwingen, ja. Oh, das mache ich gern. Vom Elbe, da hast du wieder was gebracht. Ich was? Weiß. Vom aber Elbe, so ganz... so schnell kann. So schnell wie kann er. Ach, das. Jetzt. Ja, hab ich schon gedacht, was will er? Aber so ganz ehrlich, wie ich mittlerweile einfach so ganz nebenbei sagen kann, ja, dafür brauche ich dann 48 Diamanten. Und wir kämpfen immer noch um Erde. Eben. So, wir haben uns mal. So, wir laufen alle in unserer zusammengewürfelten Rüstung rum. Meine aus Monster Drops eigentlich komplett rausgebaut, ne? So. Wir kämpfen um Erde und dann wir kämpfen gegen den Wither. So. Jeder macht sich mal eben so eine komplette Dierrüstung. So, so Markus, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Jo. Und zeig mal, wie gut du den Hammer schwingen kannst. Das hast du nicht bisher nicht gemacht, glaube ich. Boah, schwinge ich für das mich. Das kann ich gut. Ach, gay. Dann immer her damit. Wieso? Ich sehe nur zu, ich mache nicht mit. Das ist ein Unterschied. So, pass auf, es geht blitzschnell. Auch nicht so blitzschnell. Nein, das war... Das war das falsche Makro. Ja, Hä? Ach, Linksklick muss man ja drauf machen, ne? Mhm. Okay. Ja, da raucht's. Da raucht's. Fertig. So. Okay. So, Spiegel in der Hand. Was macht mein Ring denn so? Das hat sich so gut gereimt, dafür kriegst du einen Anti-Nobelpreis. Ja. Anti-Nobelpreis. Fall Resistance 4 und Inferno 3. Postless Step Up, Restore. Restoration, aha. All Resistance 4, Leapfrog. Inferno, das ist glaube ich wieder so eine Handaktion, hä? Ja, in Flammen setzen. Welches Level hast du?
2, 3, 3. Dann bist du immun gegen Feuerschaden. Schön. Ja, warum? Mittendrin eine Spinne am Tag, die mich angreift. Au! Markus? Ja. Wie viele rote Herzen hast du gerade in deiner Leiste? Ich habe 4. Nee. Kann man Lags nicht theoretisch sogar schon den größeren Spiegel machen? Den letzten. Ja, könnten wir. Da. Danke, Tön. Sehr nett von dir. Frank? Ja, bitte? Wie viele rote Herzen hast du? 10. Ach, du hast schon alle 10, okay. Ja. Dann habe ich jetzt noch 6, die man zu gelben umarbeiten kann später mal. Oder 1 und 5, die du mir geben kannst. Du hast selber keine 10? Ich habe nur 10 gelbe, ich habe nur 5 rote. Ach, du hast nur 10 gelbe, ja, dann hast du gleich... gib von den gelben welche ab, verdammt. Ich hab nur 10 gelbe. Es tut mir so leid. Ich hab nur 10 von denen, die mittlerweile scheiße teuer sind. Wer wollte denn hier mit einer Kartoffel 3 Raw Rubber brennen? Was? Warte. Wie lange liegt die da schon drin? Keine Ahnung. Ich glaube, das war die, die ich vor 3 oder 4 Aufnahmen da reingelegt habe. Bezweifle ich, ja. Doch. Hab ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ich hab da mal eine reingelegt. Wo denn? In so einer normalen Furnace oder wie? In der Halbfurnace hier. Über der Tür. Die eigentlich seit jeher keiner mehr angeschaut hat. Da lagen noch 3 von dem Rubber drin und ich hatte die Kartoffel, mit der ich nichts anfangen konnte, also habe ich die reingelegt. Okay. Ja, ich meine, seitdem liegt die da drin. Die verwest und die Bakterien und Mikroorganismen erzeugen Wärme. Nein, einfach nein. Ist klar. Ja. Irgendwann wäre genauso wie eine Fackel Lavaschmelz, Steine in Lavaschmelz. Das kommt mir sowieso dematerialisiert seit. Oh, ich krieg grüne Herzen. Das ist schön. Natürlich kriegst du grüne Herzen. Weil du dekadent bist und uns einfach mal deine blöden roten Herzen mir abgeknöpft hast, obwohl du selber viel mehr hattest an gelben. Du hast mir selbstständig und selbstverantwortlich hingeworfen. Weil du mich das aus dem Projekt geworfen hättest. Das würde ich doch nie tun. Allein habe ich doch nie getan, nur wegen so einem kleinen Streit. Wir machten sowas, was Monster. Wegen einem blöden Block oder sowas würde man doch nie eine Person aus dem Projekt werfen. So, nein. Wir haben 8 Tesserakte. Die wären nur freiwillig. Warte. Nein, du bist unwichtig.